können Sie doch nicht einfach mitnehmen. Sie haben doch nichts Böses gemacht. Okay, ganz ruhig. Ich kümmere mich darum. Ich rufe die Anwältin an. Keine Angst. Es wird sich bestimmt alles aufklären. Komm mit, Luna. Gehen wir lieber wieder ins Haus, ja? Geht ruhig rein. Ich kümmere mich darum. Ist nur die Mailbox dran. Ich probiere es gleich nochmal. Geht ruhig rein, okay? Was fällt dir ein, mich derart zu belügen? Warte. Warte, ich wollte es dir ja sagen. Ach, und wann? Vielleicht in 5 Jahren? Nein. Du hast mich die ganze Zeit über angelogen. Nein, 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 Anna. Das, was ich für dich empfinde, ist echt. Unsere ganze Beziehung ist eine Lüge. Ich dachte, ich bin mit einem Mann zusammen, der aufrichtig und verlässlich ist. Aber stattdessen führe ich eine Beziehung mit jemandem, der gar nicht existiert. Nein, nicht doch. Ich bin genau der Mann, den du kennengelernt hast. Ich bin es, nur mit anderem Namen. Zwischen uns muss sich doch nichts ändern wegen so einer Lappalie. Versteh doch, du bist der Mann, von dem meine Tochter immer erzählt hat, er würde seine Leute sehr schlecht behandeln und... Schon gut. Es stimmt, ich habe dich belogen. Ich habe dich belogen, aber aus Liebe. Die Wahrheit ist, ich hatte große Angst davor, dich zu verlieren, wenn ich dir alles erzähle. Denn ich liebe dich. Ich liebe dich, Anna. Wahrheit? Dieses Wort existiert in deinem Wortschatz nicht. Ich wollte es dir nach dem Event sagen. Wie hast du es erfahren? Etwa durch Juliana? Ich weiß nicht, wieso sie nicht abwarten Nein, konnte. Ich weiß es nicht von Juliana. Ich habe gehört, wie jemand dich mit dem Namen Gary angesprochen hat. Ruf mich nie wieder an. Und komm auch nicht mehr zu mir. Ich will nichts mehr von dir wissen. Und zwar nicht von dir, nicht von César oder Gary oder sonst einem, der dir auch nur ansatzweise ähnlich sieht. Bitte, tu das nicht. Setz dich und wir reden Nein, in Ruhe. Es ist endgültig vorbei. Punkt, Ende, aus. Ich will dich nie wiedersehen. Luna? Nein, bleib ganz ruhig. Ja, ich komme sofort. Bleib ruhig, ja? Ja, wir finden eine Lösung. Anna. Anna. Echt seltsam. Ich versteh's nicht, weil er... Zuerst verlässt er einfach so unser Team, wisst ihr? Und danach wechselt er ganz zufällig zu unseren Widersachern. Und dann behauptet er, dass er dein Freund wäre? Tut mir leid, Matteo, aber das ist seltsam. Sein Besuch an sich war seltsam, Simon. Ich traue ihm nicht. Aber wieso denn nicht? Für mich zeigt er ernsthaftes Interesse. Und auch wenn er nicht im Team ist, hat er doch recht. Ich habe viel mit ihm erlebt. Wir waren auf derselben Schule, sind zusammen geskatet. Selbst die Geschichte mit Los Adrenalin war mit ihm. Matteo, genau deswegen sollte er ja auch bei uns im Roller-Team sein. Ja, aber wir haben alle das Recht, selbst zu entscheiden. Ihr wisst so gut wie ich, dass das Skaten für Ramiro mindestens genauso wichtig ist wie für uns die Musik. Ja, apropos Musik. Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr ich mich auf die Proben für die Akustikshow freue. Und weißt du schon, wann sie dich entlassen? Also, wenn alles gut geht, darf ich wohl morgen wieder nach Hause. Aber trotzdem will der Arzt meinen Zustand weiterhin beobachten, auch wenn ich entlassen werde. Aber das heißt doch, es geht dir besser, oder? Weiß ich nicht. Wir warten noch auf ein paar Untersuchungsergebnisse. Aber fühlst du dich besser? Schon. Aber ehrlich gesagt, mir ist schon noch ein bisschen komisch und schwindelig. Aber ich hoffe nur, die Tests sind positiv. Wenn sie gut sind, kann ich bei der Show 100% geben. Magst du einen Schluck Wasser? Ja, gerne. Gib mir ein bisschen, Pedro. Ja. Ehrlich gesagt, vermissen wir dich im Loft, oder nicht? Wir haben mit Nico geredet. Er vermisst dein Schnarchen und dein Schmatzen beim Essen. Wir sollen dich von ihm grüßen. Wir haben ausgemacht, jeden Abend für dich zu kochen, wenn du rauskommst. Oh nein, das muss nicht sein. Du schnarchst dauernd auf dein Handy, nur um die Uhrzeit zu checken? Oder gibt's was, das wir wissen müssen? Wartest du auf einen Anruf oder auf Nachrichten? Nein, nichts davon. Ich habe nur nachgesehen, ob Luna mir was geschrieben hat, aber hat sie leider nicht. Matteo, sie war 2-mal hier. Also das, zählt das überhaupt nicht? Doch, klar. Ehrlich gesagt, ist das mehr, als ich erwartet habe. Glaubt ihr, sie hat das Video gesehen? Matteo, egal, ob sie es gesehen hat, Luna ist offenbar sehr besorgt um dich. Apropos. Hey, was geht, Luna? Wieso klingst du so aufgeregt? Alles okay bei dir? Hey, was ist?